Das heißt hier, lobe den Herrn meine Seele. Da habe ich mir die Frage gestellt, ja, wer spricht denn da? Ja, wir wissen ja, der Mensch ist Leib, Seele und Geist. Und jetzt spricht jemand hier zu der Seele, ist das der Leib, ist das der Geist? Ich habe die Antwort nicht gefunden, ist so kompliziert für mich. Aber immerhin, es ist eine Aufforderung, lobe den Herrn meine Seele. Ich habe das jetzt so verstanden, es ist eine Aufforderung zu prüfen, ob wir immer noch dankbar sind. Wisst ihr, heute muss man überall Fieber messen, um zu checken, ob man krank ist oder nicht, weil Fieber ist so ein Anzeichen für die Krankheit. Vielleicht kann man das auch so sehen. Prüfe doch mal, ob du noch dankbar bist. Wo die Dankbarkeit Gott gegenüber abnimmt oder wo sie gar total verschwunden ist, ist das ein Zeichen dafür, dass unsere Seele krank ist. Eine gesunde Seele ist eine dankbare Seele. Wo die Dankbarkeit Gott gegenüber nicht mehr vorhanden ist, ist das ein Zeichen dafür, dass unsere Beziehung zu Gott nicht mehr in Ordnung ist. Wo die Beziehung zu Gott in Ordnung ist, hat man immer Grund zur Dankbarkeit Gott gegenüber. Prüfe doch mal, wie es mit deiner Dankbarkeit steht. Deine Dankbarkeit Gott gegenüber ist ein Indikator von deiner geistigen Gesundheit. Wenn deine Beziehung zu Gott stimmt, bist du dankbar. Eine nicht dankbare, ich will mal sagen, eine dauerhaft nicht dankbare Seele ist oder wird krank. Und eine kranke Seele ist nicht gut. Ich könnte mir vorstellen, dass der Liederdichter, der hier dieses Lied gedichtet hat, an den Psalm 103 gedacht hat. Der fängt nämlich so an. Lobe den Herrn meine Seele. Und er hat Begründungen für sich geliefert, warum man denn loben kann und dankbar sein kann. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Oft denken wir an die schlechten Dinge, das, was nicht gut gelaufen ist. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da gibt es immer was. Der dir alle deine Sünden vergibt. Der dich heilet von allen deinen Gebrechen. Ich glaube, wenn man mal so ein bisschen darüber nachdenkt, dann kann man loben und die Seele ist und bleibt gesund.